Regelaltersrente wirklich nur ein Drittel der Höhe der zugebilligten EM-Rente? Kann das wirklich sein? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine Anfrage, eine E-Mail-Anfrage bekommen auf anfrage@rentenbescheid24.de. Da geht es um Folgendes. Unser Kunde hat krankheitsbedingt 2022 einen Antrag auf eine Rente wegen Erwerbsminderung gestellt. Er hat uns jetzt nicht geschrieben, wie alt er ist. Und er hat dann rückwirkend die Rente wegen voller Erwerbsminderung im Jahr 2021, also rückwirkend für das Jahr 2021 bewilligt bekommen. So gut, so weit, so gut. Und ihm ist jetzt quasi aufgefallen, hat sich wahrscheinlich seine Rentenauskunft mal angeguckt, dass die Regelaltersrente, die er da später erhalten würde, nur knapp ein Drittel vom Zahlwert wäre, wie seine aktuelle EM-Rente. Er wird 2048 die Regelaltersrente beziehen. So entnehme ich das sozusagen aus der Auskunft. Das macht ihm quasi echte Angst. Das kann ich auch verstehen. Aber Sie sollten da wirklich keine Angst haben, mein lieber Anfragender. Er hat dann noch online mehrfach gelesen, dass die EM-Rente quasi in gleicher Höhe in die Altersrente übergehen wird und zumindest nicht so weit gekürzt würde. Ja, meine Damen und Herren, wie ist da die Rechtslage? Relativ einfach. Die Rechtslage, selbstverständlich, werden die festgestellten Zeiten in der EM-Rente inklusive der Zurechnungszeiten Zugang auch zur Regelaltersrente haben, als sogenannte Rentenbezugszeiten, als Anrechnungszeiten wegen Rentenbezug mit einer Zurechnungszeit. Die wird gewährt immer für diese Zeit, wo man auch tatsächlich die Rente bezogen hat. Wenn er eine Dauerrente bekommt, sehe ich da überhaupt keine Probleme, denn dann greift für ihn zumindest der Besitzschutz, und zwar der Besitzschutz an persönlichen Entgeltpunkten, die Grundlage der Berechnung der Höhe der monatlichen Rente, der EM-Rente sind. Ja? Wenn er also eine EM-Rente als Dauerrente bekommen würde, gehe jetzt mal davon aus, dann würden die festgestellten persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente in der Regelaltersrente zumindest besitzgeschützt zu überführen sein. Das heißt also, sollten die Entgeltpunkte aus der EM-Rente, die persönlichen Entgeltpunkte, geringer sein, niedriger sein als die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente, dann verbleibt die Berechnung der monatlichen Rente nach § 88 SGB VI dann über die Regelung des Besitzschutzes aus der EM-Rente zugunsten der Regelaltersrente. Ja, also das sollte man sich merken, dass da eigentlich im Grunde genommen keine Bedenken bestehen dürften. Anders könnte es vielleicht aussehen mit dem Besitzschutz, wenn die Rente nur befristet gewährt wird, zum Beispiel für 3 oder für 6 Jahre, also insgesamt dann 3 oder 6 Jahre befristet gewährt wird und dann danach nicht mehr und Sie würden dann wieder arbeiten gehen. Dann würden sie sich sozusagen in der Rentenberechnung, würden dann sämtliche Zeiten, natürlich auch die Zeiten des Rentenbezugs aus der EM-Rente, sich in der Regelaltersrente wiederfinden, das ist klar, aber dann auch bis 2048 die Zeiten zum Beispiel aus Pflichtbeitragszeiten oder anderen Zeiten, die dann dazu führen, dass die Entgeltpunkte sich für die Regelaltersrente erhöhen. So dass man davon ausgehen kann, dass sie dann auch eine höhere Regelaltersrente bekommen. Aber wohlgemerkt, Besitzschutz greift immer nur, wenn die Regelaltersrente innerhalb von 2 Jahren nach Beendigung der EM-Rente beginnt. Ja, also das ist auch klar, so dass wir hier also im Grunde genommen aufpassen müssen, dass möglicherweise, wenn der Besitzschutz nicht greift, und Sie dann nach Ende der befristeten EM-Rente wieder arbeiten gehen, dass sich dann sozusagen hier andere persönliche Entgeltpunkte für die Regelaltersgrenze, für die Regelaltersrente ergeben würden, diese möglicherweise niedriger sind als die in der EM-Rente. Wenn der Besitzschutz nicht greift, verbleiben Ihnen aber dann die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.